Ja, Jörg hat das Lied auch schon mal im letzten Jahrtausend gespielt. Ich auch öfter. Wir möchten übermitteln einen Friedensgruß aus der Friedensstadt Osnabrück mit einem Lied, das schon in den 60er Jahren ein wichtiger Bestandteil der Friedensbewegung war. Ist übrigens auch in plattdeutscher Fassung auf meinem neuen Sampler zu hören. Habe ich dabei. Ganz zufällig. Ja, geschrieben 1954 von Boris Vian gegen den Algerienkrieg. Und wer es kennt, bitte. Da habe ich schon gelebt, Wolfgang. Ja, du schon. Boris Vian, le déserteur, der Deserteur. Verehrter Präsident, ich sende euch ein Schreiben, lest oder lasst es bleiben und habt mir, wenn euch die Zeit zerbrennt. Man schickt mir da, gebt acht, die Militärpapiere, dass ich in Krieg marschiere und zwar noch Mittwochnacht. Verehrter Präsident, das werde ich nicht machen, das wäre doch zum Lachen. Ich hab kein Kriegstalent, verehrter Präsident. Ich sage euch ganz offen, die Wahl ist längst getroffen. Ich werde desertieren. Seit ich auf Erden bin, sah ich den Vater sterben, sah Brüder viel verderben, sah weinen manch ein Kind, sah Mütter voller Gram, die konnte nicht vergessen, sah andere voll gefressen, wohl auf trotz Blut und Schlamm. Als ich Gefangener war, ging meine Frau verdienen, ich sah nur noch Ruinen, nichts blieb mir, was mal war. Früh, wenn die Hähne krähen, dann schließ ich meine Türen und will die Toten spüren und auf die Straße gehen. Verehrter Präsident, das werde ich nicht machen, das wäre doch zum Lachen, ich hab kein Kriegstalent. Verehrter Präsident, ich sage euch ganz offen, die Wahl ist längst getroffen, ich werde desertieren. Mit meinem Bettelstab dreh ich die Tour de Monde, beharrlich Rund für Runde, erzähl ich jedermann. Lebt euer Leben aus, bringt Furcht und Elend nieder, schießt nicht auf eure Brüder in dieser Erde aus. Wenn Blut rinnt ungehemmt, dann reibt ihr euch die Hände, zählt eure Dividende, Kriegsherrenpräsident. Sagt eurer Polizei, sie würde mich schon schaffen, denn ich bin ohne Waffen, zu schießen steht ihr frei. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Danke, Dieter. Und nochmal einen herzlichen Applaus für die Ausrichter des Festivals. 14. Festival und 10 Jahre Vogtfrühling.